Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst der Ministerpräsidentin für ihre klaren Worte hier danken am heutigen Tag. Sie können sicher sein, dass das, was der Kollege Römer gesagt hat, für die ganze Koalition gilt. Wir werden diesen Kurs, den Sie heute hier beschrieben haben, 1:1 und mit aller Kraft unterstützen. Und Sie haben unsere Unterstützung nicht nur bei den Haushaltsberatungen, sondern auch bei den schwierigen Verhandlungen im Bundesrat und darüber hinaus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Roberto Blanco war schon immer ein wunderbarer Neger. Dieser Satz stammt nicht etwa von Heinrich Lübcke, sondern ist der Beitrag des bayerischen Innenministers zur Debatte um Vertreibung und Flucht. Dieser Satz ist aus meiner Sicht eine traurige Offenbarung. Genauso traurig wie die 3 Tage, die die Kanzlerin brauchte, um sich zu Heidenau zu äußern. Und jene 3 langen Tage, die die NRW-CDU zu dem Abtauchen ihrer Kanzlerin geschwiegen hat. Es ist ebenso eine Offenbarung wie die Methode, die Sie heute mit Ihren Anträgen heute hier vortragen. Frei nach dem Motto, der Bund macht alles richtig, die Kommunen stehen am Abgrund, weil dieser Innenminister und diese Landesregierung alles falsch macht. Komisch nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Ihre Parteifreunde in den anderen Bundesländern ein völlig anderes Bild von der Lage zeichnen, als Sie das hier in Nordrhein-Westfalen tun. Berlins Innensenator Frank Henkel sieht in der steigenden Zahl von Asylanträgen für alle Bundesländer eine große Herausforderung. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon, auch CDU-Kollege, spricht von einem übergesetzlichen Notstand, weil im Sommer 900 Flüchtlinge ins Saarland gekommen sind. Und genauso Ihre Parteifreundin Klöckner aus Rheinland-Pfalz. Die sagt wörtlich, natürlich wird es mehr Geld vom Bund geben müssen. Da sage ich nur, Chapeau, Frau Klöckner, Sie setzen sich für Ihr Bundesland ein, während Ihr Kollege in Nordrhein-Westfalen die Landesregierung zu Lasten des Bundes anschwärzt. Und haben Sie eigentlich nicht selbst den Widerspruch in Ihrem eigenen Antrag gesehen? Sie beschreiben lang die Fehleinschätzung der Flüchtlingszahlen durch die Bundesregierung ohne jede Kritik an diesem Prognosefiasko und andererseits feuern Sie jede Breitseite auf die Landesregierung. Fakt ist Folgendes. Wir und die Landesregierung hat zu keinem Zeitpunkt den Zahlen aus Berlin geglaubt. Wir haben schon zu Beginn des Jahres deutlich höhere Prognosezahlen für unsere Arbeit angelegt, als das in Berlin der Fall gewesen ist. Deswegen, die Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen, haben wir schon im Frühjahr 674 zusätzliche Stellen im Grundbedarf für die Schulen bereitgestellt und weitere 300 Stellen im Lehrerinnenbereich, um Deutschkurse durchführen zu können. Hätten wir den Prognosen aus dem Bund geglaubt, dann wären wir in jenem Notfallmodus, den Sie uns in dem Antrag vorwerfen. Und da der Kollege Laschet sich 5 Zahlen offensichtlich nicht mal 2 Minuten merken kann, möchte ich das wiederholen, was die Ministerpräsidentin hier vorgetragen hat. Wir werden in einem Nachtragshaushalt, wenn ich da richtig zusammengerechnet habe, 500 bis 600 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen. Alleine 2.625 zusätzliche Stellen für Lehrerinnen und Lehrer. 250 zusätzliche Stellen für Polizistinnen und Polizisten. Da müsste Theo Kruse eigentlich Tränen in den Augen bekommen über die hohe Zahl von rund 1.900 Stellen, die dort bereitgestellt werden. Und weitere zusätzliche 400 Stellen für die Registrierung von Flüchtlingen. Das hat die Ministerpräsidentin alles vorgetragen und Sie haben gesagt, es gab nichts Konkretes. Wie viel konkreter soll es denn werden, Herr Laschet? Und die Koalitionsfraktionen haben bereits, und die Ministerpräsidentin hat es vorgetragen, wir haben entschieden, den Stichtag vorzuziehen. Da allein das bringt über 200 Millionen Euro mehr für die Kommunen. Und ich erinnere daran, im Jahre 2007 hatten wir ein 50stel, oder wir haben jetzt 50 Mal mehr Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen als 2007, als ein gewisser Armin Laschet Integrationsminister dieses Landes war. Dort, damals haben Sie nicht gehandelt und jetzt machen Sie uns beide für eine Geschichte, die Sie mit verursacht haben.
Und ich sage Ihnen noch mal Folgendes. Noch perfider ist eine andere, zweite Geschichte, die Sie uns hier auftischen. Die Unterscheidung zwischen sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen auf der einen Seite und jenen Flüchtlingen, die zwischen Krieg und Verfolgung fliehen. Herr Laschet, wissen Sie eigentlich, wer der erste Wirtschaftsflüchtling war? Wissen Sie eigentlich, wer der erste Wirtschaftsflüchtling war, der in der Geschichte beschrieben wurde? Es war jener Abraham, der Urvater des Judentums, des Islams und des Christentums. Jener Abraham, beschrieben in 1. Mose 12, Vers 10, ist nämlich von Kanaan nach Ägypten geflüchtet, weil eine große Hungersnot in Kanaan geherrscht hat. Ich kann nur jedem Christen und jeder Christin, zumindest den Katholischen, zurufen, hören Sie lieber auf Papst Franziskus, dann hören Sie was Vernünftiges zum Thema Flüchtlinge und hören Sie nicht auf Armin Laschet aus Aachen. Dieser Armin Laschet zündet an einem Tag im Kölner Dom eine Kerze an für die 23.000 ertrunkenen Flüchtlinge, um wenige Tage später die Kürzung des Taschengeldes zu fordern. Und, Herr Kollege Laschet, dann wollen Sie auch noch diese Taschengeldforderung einsammeln. Und ich frage Sie auch noch, Herr Kollege Kruse, was nutzt es denn, wenn Sie eine kleine Anfrage stellen und sich darüber erkundigen, welche Auswirkungen auf die Straftaten die Flüchtlingsheime in Nordrhein-Westfalen haben? Der Innenminister hat es sorgsam aus meiner Sicht beantwortet. Was wollen Sie denn damit erreichen? Welches gesellschaftliche Klima wollen Sie denn damit beschreiben? Ich frage mich das. Nein, Fluchtursachen bekämpft man nicht durch Ressentiments, auch nicht über eine symbolische Debatte über die sogenannten Herkunftsländer, sondern durch konkrete Maßnahmen in jenen Ländern, aus denen diese Flüchtlinge nämlich herkommen. Und ich sage Ihnen auch, und da stimme ich auch der Ministerpräsidentin zu, ja, wir müssen die anderen Länder in Europa an ihre Aufgabe erinnern, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Eine vernünftige Quote, wo alle Länder in Europa ihren Beitrag leisten, ist richtig. Aber wir können diesen Streit nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge austragen. Wir müssen humanitär handeln und müssen in Europa dafür sorgen, dass die anderen Länder ihren Beitrag genauso leisten, wie Deutschland es tut. Und, liebe Kollegen, ich frage mich, warum schickt denn die EU, also ein paar Leute schicken sie ja immer mal nach Albanien, aber warum sorgt Frau Merkel nicht dazu, dass Beamtinnen und Beamte nach Albanien, in den Kosovo oder in die anderen Staaten des Balkans ziehen, um dort den Aufbau zu kontrollieren und zu forcieren? Warum können wir eine Troika nach Griechenland schicken, die das Steuersystem überwacht, und keine Troika in diese Staaten? Das frage ich mich. Statt eine Scheindebatte über sogenannte zusätzliche sichere Herkunftsländer zu sorgen, brauchen wir praktische Hilfe, damit der Balkan nicht zusammenbricht. Und ich frage auch, warum kann man 26 Milliarden Euro zur Rettung der Hypo Real Estate bereitstellen und ist bis heute nicht in der Lage, einen zusätzlichen Cent bei der Hilfe für Flüchtlinge in den Kommunen und Ländern bereitzustellen? Und warum jetzt dieses Zeitspiel der Bundesregierung? Ein Flüchtlingsgipfel am 24. September. Das ist frei nach dem Motto, die Hütte brennt und die Einsatzleitung überlegt, ob sie in 3,5 Wochen ausrücken sollen. Und warum jetzt der Versuch, eine Grundgesetzänderung ins Spiel zu bringen? Wir brauchen das Grundgesetz nicht zu ändern. Schaffen Sie das Asylbewerberleistungsgesetz ab, dann kann der Bund für die sozialen Leistungen schlicht einspringen. Herr Laschet, was sagen Sie denn einem Bürgermeister, wenn der Sie fragt, warum die Bundeskanzlerin da nicht arbeitet? Sie müssen nicht die Frage an Frau Kraft adressieren. Wir sind uns doch hier im Rund eigentlich einig, dass der Bund das als Aufgabe hat und Sie in Berlin tätig werden müssten. Und genauso peinlich finde ich den Vorschlag, den jetzt Schäuble oder ich weiß nicht mehr genau, wer es gemacht hat, ins Spiel gebracht hat, aus den Überschüssen des Bundes in diesem Jahr jetzt einen sogenannten Hilfsfonds einzurichten. Wir brauchen keine Förderung nach Gutsherrenart. Wir brauchen jetzt eine schnelle und strukturelle Unterstützung für die Finanzierung der Flüchtlingsaufgaben. Und ich sage Ihnen auch Folgendes, es ist ja nachzulesen in den Protokollen des Bundesrates. Das Bundeskanzleramt hat schon vor Monaten zusätzliche Hilfe versprochen. Bis zum heutigen Tag ist nichts passiert.
Und am Wochenende konnte man in der FAZ lesen, dass im Kanzleramt ein Papier vorliegt, wo man von 6 Milliarden Euro Mehrkosten ausgeht. Ich gehe eher von 8 bis 10 Milliarden aus. Aber selbst diese 6 Milliarden Euro, wenn man die zugrunde legen würde, würden wir auf 1,25 Milliarden Euro Entlastung für Nordrhein-Westfalen kommen. Das sind die Summen, über die wir hier in diesem Hause reden müssen. Und nun komme ich auch zu den Asylverfahren. Natürlich sind die schleppenden Asylverfahren ein ganz wichtiger Punkt. Denn daran hängt tatsächlich die schnelle Integration derjenigen, die hier Asyl bekommen. Auch schnelle Klarheit dafür, für diejenigen, die eben nicht hierbleiben können und auch wieder gehen müssen. Und auch die Frage, ob die Aufnahmekapazitäten für die Länder und Kommunen entlastet werden oder eben leistungsfähiger werden. Und da sage ich Ihnen, der bürokratische Aufwand muss tatsächlich weg. Und ich sage Ihnen auch, wo? Wir brauchen keine sinnlosen Dublin-Verfahren, wo die Leute sowieso nicht zurückgeführt werden können. Wir brauchen auch keine dreijährige obligatorische Überprüfung, ob ein Asylantrag immer noch standhält. Und wir brauchen, und das sage ich in aller Deutlichkeit, eine Altfallregelung für all jene Fälle, die über ein Jahr in Deutschland leben. Dann würde hier sehr viel Bürokratie abgebaut werden. All diese Verfahren sind reine Selbstbeschäftigung der Verwaltung zum Schaden der Bürgerinnen und Bürger und führen nicht dazu, dass die Menschen hier bessere Verfahren bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es noch einmal, Roberto Blanco war ein guter Neger. Das ist das Menschenbild, auf das sich die CDU im Moment offensichtlich immer noch an vernünftigen Handlungen lähmt. Das ist die Tradition in der Anti-Doppelpass-Kampagne von Roland Koch. Das ist die Tradition der Jürgen Rüttgers Kinder statt Inder-Kampagne. Und ich sage es Ihnen auch ganz deutlich, auch Herr Laschet hat heute die Frage der sicheren Herkunftsländer, aus meiner Sicht eine Scheindebatte, in den Vordergrund gestellt, statt sich um die konkreten Maßnahmen, wo wir helfen können, weitermachen zu können. Und es ist jetzt mehrfach gesagt worden, nicht nur von mir, von der Ministerpräsidentin, auch der Kollege Stamp hat es angesprochen. Nicht nur die Kirchen, auch die Wirtschaft steht inzwischen mit völligem Unverständnis vor einer solchen Haltung. Wir fordern Sie zusammen mit IHKs und Wirtschaftsverbänden auf, kommen Sie aus der Ideologiefalle heraus, sorgen Sie dafür, dass die Zugangsschranken am Arbeitsmarkt fallen, denn Bäcker, Schlosser und viele andere Handwerker brauchen Lehrlinge, sie brauchen Flüchtlinge, die ohne aufwendige Verfahren oder auch Studierende einen vernünftigen Aufenthaltstitel bekommen und diese Tätigkeiten aufnehmen können. Und das ist mehrfach angesprochen worden, Herr Kollege Laschet hat uns ja konkret angesprochen, wir brauchen auch legale Zuwanderung neben dem Asylrecht. Und das möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen. Das Asylrecht ist für uns unantastbar. Das ist ein Individualrecht und hat mit der Zuwanderungspolitik der Bundesrepublik Deutschland nur zum Teil zu tun. Und wir brauchen auch eine Armutszuwanderung, aber wir brauchen vor allem eine Zuwanderung in die Arbeitsmärkte. Und ganz peinlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es an der Stelle, wenn es um die Gesundheitsversorgung geht. Vor über einem Jahr hat der Bundesminister Gröhe versprochen, dass die gesundheitliche Versorgung besser werden wird. Bis heute ist nichts passiert. Ich danke ausdrücklich der Landesregierung und natürlich ganz vorneweg der Ministerin Steffens, dass sie zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden, die deutlich weiter sind als die CDU an der Stelle, und auch den Kassen, dass sie für diese Verbesserung für die Menschen, aber auch für die Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen gesorgt haben. Und zum Thema sichere Herkunftsländer möchte ich jetzt auch einmal jenen noch mal zitieren, der jetzt mehrfach uns sozusagen als Kronzeugen für eine andere Variante vorgetragen worden ist, nämlich der Kollege Kretschmann aus Baden-Württemberg. Der Kretschmann sagt in diesem Fokus-Interview, auf das sich Herr Laschet auch bezogen hat, auf die Frage, vor allem die Union drängt darauf, mehr Länder als bisher zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, ist das mit Ihnen machbar? Darauf erklärt Herr Kretschmann, ich bin dafür offen, wenn die Bundesregierung belegen kann, dass das sinnvoll ist, dass also die Zahl der Asylbewerber aus diesen Ländern dann sinkt und sich dadurch die Verfahrensdauer relevant verkürzt. Allerdings verstehe ich die Fokussierung von Unionspolitikern auf das Thema sichere Herkunftsländer nicht. Die vorliegenden Zahlen deuten nicht auf einen spürbaren Effekt hin. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass es auch für Bewerber aus sicheren Herkunftsländern ein individuelles Verfahren geben muss. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sie haben im letzten Jahr Herrn Kretschmann um kleine Schritte des Fortschrittes, Stichwort Gesundheitsversorgung, was ich eben angesprochen habe, und finanzielle Besserstellung der Länder, in Haftung genommen, dem zuzustimmen. Und jetzt
ihn als Kronzeugen für eine Geschichte zu nehmen, von der er nicht überzeugt ist, von der er deutlich sagt, dass er es nicht mitmachen würde, jetzt so zu tun, als wenn er der Gegenspieler der nordrhein-westfälischen Grünen oder Landesregierung ist, finde ich schon ein starkes Stück. Und ich wiederhole gerne sinngemäß das, was auch die Ministerpräsidentin vorgetragen hat. Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Solidarität. Ein tolles Land mit tatkräftigen Menschen aus vielen Ländern, die jeden Tag ganz praktische Beispiele von Solidarität und Nächstenliebe geben. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, die Berichte aus München, wo einheimische Menschen den Flüchtlingen zu Hilfe eilen, ihnen Getränke und Nahrung geben und, glaube ich, auch noch mehr Beistand, machen mich einerseits froh, aber auch demütig. Ich will Ihnen sagen, die rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen verschließt nicht die Augen davor, dass es auch Probleme bei der Unterbringung gibt und dass wir da eine ganze Menge arbeiten müssen. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, jetzt ist Schluss mit Taktik und Kaputtreden. An diesem Wochenende müssen in Berlin Entscheidungen fallen und da ist die CDU gefordert mit ihrem Bundesvize Laschet an der Spitze. Tun Sie was, damit Deutschland vorankommt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus